Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Final Fantasy V. So, ihr wisst ja schon, wo wir einsteigen. Und zwar war das hier auf der Weltkarte mit unserem aktuellen, absolut genialen Superteam. Ich glaube, ich musste nichts mehr machen. Ich denke, wir waren hier fertig. Und genau, jetzt muss ich gerade mal gucken. Genau, richtig, Jekyll, waren wir fertig. Wir laufen jetzt dahin, wo wir eigentlich hin müssen. Nämlich Richtung Insel Crescent. So, wir gehen mal in Autoangriffsmodus. Denn der reicht hier völlig aus für die paar Bomben, die da rumstehen. Genau, unsere Magier machen ja aktuell nicht mehr so viel Nahkampfschaden wie vorher, denn sie haben ja die Passive der Mönche nicht mehr angelegt. Dafür können sie viel, viel besser zaubern als vorher und das ist ja so völlig in Ordnung für uns. So, ihr seht, Bomben sind kein Problem, wir kriegen aber dafür 2 Fertigkeitspunkte, das ist super toll. Hier steht unser Schiff. Wir merken uns natürlich Jekyll Cave 4 für zukünftige Ereignisse. Jetzt nehmen wir erstmal das Schiff und fahren auf der Karte ganz nach Osten. Da seht ihr schon die halbmondgeformte Insel. Kann ich ja mal kurz zeigen. Die hier. Crescent ist das. Crescent steht ja auch für Halbmond oder Sichelmond. So rum, nicht Halbmond, Sichelmond. Und genau da gehen wir hin. Beziehungsweise fahren dorthin. Wir müssen uns natürlich wieder durchprügeln durch verschiedene Sahagins. Aber die halten uns auch nicht auf. Ich zauber Eis drauf, alle. Weißmagie, Vita, auf uns alle. So kann es bleiben. Okay, auf einen Eisrad zu zaubern macht natürlich auch nicht viel Sinn. Komm, dann zauber ich einfach gar nicht und greife einfach normal an. Der Grund, warum ich Eisrad zauber und nicht Blitzrad, ist, weil da zwischendurch Gegner kommen, die, wisst ihr schon, die Donneranemonen, glaube ich, heißen die, die Blitz absorbieren. Und dann ist es eben so, ich will einfach in den Auto-Modus gehen, den Auto-Kommentier-Modus und mir darüber keine Gedanken machen müssen. Und mich keine Gedanken mehr machen. Aber gut, was soll's. Wir fahren einfach so weiter, dann klicke ich halt mal. So oft werden wir auch nicht angegriffen. Wir könnten auch schneller fahren, hätte ich einen Dieb dabei. Ach ja, die Viecher da vorne, genau, die sind auch gefährlich. Wir greifen hier mal an physisch, dann greifen wir hier physisch an. Außerdem machen wir Schwarzmagie, Eisra auf alle, Weißmagie, Vita auf alle. Das passt schon so. Komm, wir bleiben mal so. So, komm, wir lassen das mal. Diese Vögel stecken nicht viel ein. Ihr habt es gesehen, 56 Schaden durch Eisra hat völlig ausgereicht. Aber die haben einen unheimlich hohen Ausweichwert. Dementsprechend sind die fast immun gegen physische Angriffe. Also sollte man schon versuchen, die eben mit Magie wegzupusten. Man kann die fast vergleichen mit Puddings. Ne? Wer Final Fantasy ein bisschen kennt, der kennt diese Puddings, die ja fast immun sind gegen physische Angriffe. Und die hier weichen halt sehr gut aus. So, was wir jetzt machen, ist erstmal hier aussteigen und zwischenspeichern. Ich würde mal sagen, wir speichern hier hin. Zack, so. Auf dem feuergetriebenen Schiff. Und bin... Nein! Komm schon, oh mein Gott, Biosoldaten. Das ist gefährlich. Biosoldaten sollte man nicht physisch angreifen. So, denn sie kontern. Wir greifen mal so ein... So, magisch an. Außerdem macht ihr Vita auf alle. Das Problem ist, wenn man Biosoldaten physisch angreift, kontern sie eben mit Bio auf alle. Und Bio macht auf alle ungefähr 200 Schaden. Plus sie sind vergiftet. Und wenn ein Mönch so einen von diesen Biosoldaten zweimal angreift, ne? Ihr wisst, der Mönch greift zweimal an, dann macht er praktisch doppelt Bio. Also er zaubert zweimal Konter Bio auf alle. Und das ist absolut verheerend. Das heißt Instant Death für unser Team im aktuellen Zustand. Dementsprechend haben wir das nicht vor. Ne? Wisst ihr schon? Die Ex ist auch tot. Die mit dem Doppelkopf. So. Okay, so. Habt ihr gerade nicht gesehen, das Zwischenspeichern? Und wir gehen jetzt mal da rein. Denn hier ist die Stadt Crescent. Ihr erinnert euch, wir haben erfahren, dass hier irgendwelche komischen Geräusche gab. Und die wollen wir genau unter die Lupe nehmen. Warum nicht einfach mal in der Stadt einen Zwischenstopp machen? Nicht schon wieder! Ein Erdbeben! Hä? Was? Boah. Was zum... Verdammt! Das Schiff! Nein, wir müssen zum Schiff! Oh nein! Das Schiff! Es stinkt! Nein, es sinkt! Oh Gott, das Schiff ist abgetrieben. Irgendwo ganz da hinten. Und es geht unter! Nein!
rein. Das ist natürlich ziemlich blöd, dass unser Schiff untergegangen ist. Aber gut, was will man machen? Wir bleiben hier und schauen uns ein bisschen um. Hallo, Opa. Wir haben viele Erdbeben hier auf dieser Insel. Dabei erscheint doch jedes Mal ein Wasserstrudel. Sagt bloß, euer Schiff ist von einem Strudel erfasst worden. Eieieiei, was für ein Pech. Ich geb dir gleich Pech, du alter Mann. So, hallo Oma. Diese Insel ist gesegnet. Die Felder bestellen sich quasi von selbst. Regnen tut es kaum, aber den Pflanzen scheint so gut wie kein Wasser zu brauchen. Interessante Information. Wir gehen mal ins Inn, denn im Inn zu sein ist in. Hallo Opa. Ihr Ronkeroin, findet ihr auf dem westlichen Kontinent. Wisst ihr, was merkwürdig daran ist? Die Artefakte, die man dort findet, sind dieselben, wie die man auch hier schon gestoßen ist. Aha. Hi, der alte Mann hat echt interessante Geschichten auf Lager. Erzählen Sie doch noch mehr von den Ruinen. Die Ronkeroin, so. Du, Papa, die würden gerne was über die Chocobos hören. Willkommen, eine Nacht kostet 10 Gil. Möchtet ihr übernachten? Gerne. Gute Nacht und angenehme Träume. Also, die Ronkeroinen sind hinten, sind ein bisschen weiter westlich, ein ganz schönes Stück weiter westlich. Und man hat praktisch Artefakte hier gefunden, dieselben wie da drüben. Also, das können wir mal im Hinterkopf behalten, diese Informationen. Wie sind die denn da hingekommen, frage ich mich. So, wir schauen mal, ob wir irgendwas kaufen können. Man kann hier noch ein paar, wisst ihr schon, ne, Gegenstände einkaufen. Ist unter gewissen Umständen ziemlich praktisch, aber wir sind gut ausgestattet momentan. Wir schauen uns erst noch ein bisschen hier um. Vor allem ist ja sowas mal für mich ganz interessant. Waffenshops und so ein Kram. Ornat könnte man hier kaufen, Federhut könnte man hier kaufen. Wir haben aber schon alles. Also es gibt hier in Crescent nicht wirklich Neues. Auch was Waffen angeht, ist nicht wirklich Neues hier. Feuerbogen, Frostbogen, Blitzbogen, Silberharfe. Also es gibt hier Bögen zu kaufen und Harfen. Ne, ihr wisst ja, Bögen werden ja normalerweise mit Bogenschützen assoziiert. Diese Ernte bedanken wir für fruchtbaren Boden, bla bla bla. Ja, ihr wisst ja, ne, Bögen und so weiter, Fernkämpfer und so. Also Bogenschützen, beziehungsweise ne, Jäger. Und Baden, die ja normalerweise mit Harfen rumlaufen und so ein Kram. Da will ich ja jetzt noch nicht so weit vorausgreifen. Könnten aber eventuell Jobs sein. Könnte ein kleiner Hinweis darauf sein, dass es was mit Jobs zu tun hat. Ihr seht, die Schwarzmagie haben wir auch schon komplett. Also nichts, was man hier irgendwie noch großartig finden kann. Ich glaube, es gibt auch keine versteckten Gegenstände. Falls doch, schreibt es mir in die Kommentare. Da habe ich vermutlich irgendwas übersehen. Aber ich glaube, es gibt hier momentan nichts zu finden. Wir laufen mal hier durch den kleinen Wald. So. Hier ist auch nichts zu finden. Nee. Hier oben, Haus des Dingens. Hallo, du da. Hau, ihr müsst müde von der Reise sein. Dieses Lied ist für euch, Hau. Wenn ihr es singt, füllt sich nach und nach eure Lebensenergie wieder auf. Kraftchoral erlernt. Ja. Sehr, sehr schön. Das ist ein Lied, das ein Bade benutzen kann. Man muss dafür mit denen hier sprechen, damit Baden dieses Lied benutzen können. Ihr seht, wieder eine Anspielung an Baden. Fortschritte beim Klavierspielen gemacht. Yes! Bards wird auch immer besser. Das klang ja schon mal ganz ordentlich eben. So. Entschuldigung. So, wir gehen mal weiter. Also, ihr habt gesehen, hier in Crescent gibt es nicht wirklich viel zu holen. Wir sind quasi völlig umsonst hergekommen. Nur, dass unser Schiff gesunken ist. Also, mehr haben wir hieraus nicht holen können. Es gibt zwar noch ein paar Tipps. Zum Beispiel den hier. Ich wollte mal im Wald einen schwarzen Chocobo fangen, aber er war zu schnell für mich. Wenn man mit Chocobos Rennen veranstalten könnte, wäre das nicht abgefahren? Ja, das wäre ziemlich abgefahren. Du hast noch nie Final Fantasy 7 gespielt, oder was? Ja, wer kennt das noch? Schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich auch mal interessieren. Wer kennt das Chocobo-Rennen in Final Fantasy 7?
Ich habe es so gesuchtet, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Final Fantasy VII gibt es auch für Steam. Da fällt mir gerade ein, gegebenenfalls werde ich davon auch ein Let's Play machen. Falls der ein oder andere Interesse hat, ich habe zwar... Oh, Moment mal ganz kurz. Hoppa hat mir immer von Monstern aus Stein erzählt. Und dass diese... dass sie goldene Haarnadeln hassen. Interessant, also mit einer Goldnadel kann man Stein heilen, das wissen wir ja schon. Also für den einen oder anderen, falls ihr Interesse habt daran, dass ich irgendwann mal ein Let's Play von Final Fantasy VII mache. Ich weiß, Final Fantasy VII wurde 1 Million mal Let's Played. In der Form ist es abgedroschen. Aber hey, ich habe es noch nicht Let's Played. Und falls der ein oder andere von euch Interesse hat, dass ich mal Final Fantasy VII Let's Playe, schreit's ruhig in die Kommentare rein. Ich werde es vermutlich sowieso machen. Aber je mehr Zuspruch ich habe, umso besser ist es natürlich. Denn dann weiß ich wenigstens, dass da auch wirklich Zuspruch da ist. So, wir gehen erstmal hier rein, denn das hier ist der Chocobo-Wald, der uns ja, schwarzer Chocobo-Wald, der uns ja schon mal auf der Karte angezeigt worden ist. Und den wollen wir genau unter die Lupe nehmen, denn wir haben nichts anderes zu verlieren. Was zum Geier ist das? Ein Chocobo? So ein Chocobo ist mir aber noch nie untergekommen. Was immer es ist, ich werde es einfangen. Genau, Bartz. Streng dich an. Achso, die warten darauf, die anderen. Hab ich dich, ich hab dich doch. Quee! Es ist ein schwarzer Chocobo. Oh mein Gott, den musst du erst einfangen, um es zu sehen. Oh, dann sind sie also noch nicht ausgestorben. Sieht ganz so aus, schwarze Chocobos können fliegen. Also, alle Mann aufgesattelt. Das war ein sehr kurzer Ausflug. Quee! Er mag wohl nicht. Du hast ihn doch nicht kaputt gemacht oder so. Nicht lustig, alter Mann. Hört sich an, als hätte er sich an etwas verschluckt. Klatsch! Die Reaktion von Bartz eben. Klatsch! Kristallsplitter? Die Explosion in Karnak muss sie bis hierher geschleudert haben. Und er konnte nicht fliegen, weil er sie verschluckt hatte. Ist doch logisch! In dem Splitter ruht der Geist eines Kriegers. Barde. Jäger. So ein Zufall, dass wir die genau auf einer Insel finden, in der Harfen und Bögen verkauft werden und wir ein Bardenlied beigebracht bekommen. Bäh, die kleben ja noch! Aber diesmal klappt es bestimmt auch mit dem Fliegen. Die Musik immer dazu. Ach, ich mag den schwarzen Chocobo, der ist toll. Man kann mit ihm fliegen, er kommt über kleinere Berge drüber, ganz anders als der Drachen. Aber er ist zum Beispiel nicht in der Lage, über größere Berge zu fliegen. Davon werden wir noch Beispiele finden. Es ist so, schwarze Chocobos können auch nur in Wäldern landen. Wir fliegen natürlich erstmal zu Sid und Mid zurück, denn wir müssen ihnen Bericht erstatten, dass unser Boot untergegangen ist. Dabei werde ich kurz das Ganze mit den, hier, ich kann mal kurz zeigen, ne? Hier in Wäldern können wir landen. Aber hier können wir nicht landen, ne? Da kann ich klicken, so oft ich will, da passiert nichts. Wie er sich anstrengt, ich finde ihn so süß. Guckt euch das mal an, wie süß der ist. Okay, gut, weiter geht's. hier sind große Berge, da kommt er nicht drüber, ne? Das ist nochmal eine kleine Grenze für uns. Aber über die kleinen kommt er drüber, es reicht also, um dahin zu kommen, wo wir herkommen. Und Sid und Mid haben uns ja den Tipp gegeben, dass sie sich in der Bibliothek aufhalten, die Bibliothek der Vorväter, die ja hier ist, und rein zufällig von einem Welt umzäunt, von einem Wald umzäunt. Deswegen steigen wir jetzt hier aus, speichern nochmal kurz unseren Fortschritt zwischen und gehen dann in die Bibliothek rein und erzählen dir einfach mal, was hier schiefgelaufen ist. Denn das gibt's ja nicht. Hey, ihr seid zurück! Sid! Wir haben die sichelmondförmige Insel gefunden. Aber das feuergetriebene Schiff ist gesunken. Oh, verstehe. Kann man nicht ändern. Wir bauen einfach ein neues. Genau, das ist die richtige Einstellung mit. Immer positiv denken. Ja, und was viel wichtiger ist, wir wissen, wo sich König Tycoon aufhält. Was? Was? Er wurde in Karnak gesehen. Und soll weiter in die Wüste der wandernden Sande gezogen sein. Wandernde Sande? Das ist die Wüste, westlich von hier, wo der Sand ständig im Fluss ist, fast wie Wasser. Daher der Name. Für Menschen ist es unmöglich, sie zu betreten.
Es heißt, jenseits der Wüste liegt die Ruinenstadt. Aber da man nicht dorthin kommt, weiß man es nicht genau. Wenn man die Wüste nicht betreten kann, wie soll der König es denn geschafft haben? Gute Frage. Die Leute, die ihn gesehen haben, meinten, er würde schweben. Schweben? Vater, lasst uns aufbrechen. Hier rumzusitzen, bringt uns die Wüste nämlich keinen Schritt näher. Weise gesprochen, Ferris. Der Wüste näher zu kommen, sollte ja nicht das Problem sein. Wie wir sie durchqueren sollen, schon. Wir müssen uns das Ganze erstmal mit eigenen Augen ansehen. Etwa Angst vor so ein bisschen Sand, alter Mann? Ja, schauen wir uns die Sache mal an. Genau, was soll schon passieren? Also, das war ein Weg mit dem Zaunfall für uns. Die Wüste ist genau westlich. Da man da mit dem Chocobo nicht landen kann, lassen wir ihn einfach mal stehen. So, weiter geht's. Kurze Zwischenspeichern kann nicht schaden. Sind wir eigentlich fit? Wir sind fit. Wir haben geschlafen. Wir sind fit. Wir laufen hier oben den Weg hoch. Und da ist die Wüste. Bevor wir sie betreten, müssen wir aber ein paar stille Bienchen vermöbeln. Oh, wir sind noch auf Eisra, glaube ich. Auch noch auf einen. Das ist ja mal richtig übertrieben. So, und Vitra auch noch alle. Das ist ja mal ein Voll-Overheal. Vor allem, weil wir noch keinen Schaden bekommen haben. So gut, Bartz wird das regeln. Dann gehen wir mal raus in Autokommentiermodus. Nicht, dass ich wieder versehentlich verpenne. So, hier ist die Wüste und wir betreten sie. Wüste der wandernden Sande. So, die Sache mit der Wüste ist die. Ihr seht hier auf dem Boden die Pfeile. Und wenn ihr den Pfeilen mal aufmerksam folgt, merkt ihr, dass es völlig egal ist, auf welche Bahn wir treten. Wir werden immer in die Mitte geschleudert. Und das ist das Problem, warum noch niemand die Wüste durchqueren konnte. Es ist ein ewiger Kreislauf. Und wir versuchen es einfach mal. Ne? So sieht das aus. Und deswegen kommen wir hier an. Wie erwartet, es ist hoffnungslos. Wartet! Wer wird denn so schnell aufgeben? Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Das stimmt. Genau, wir bauen eine Brücke. Es ist nicht ohne Risiko, aber das hat euch doch nie gestört, oder? Der Plan sieht so aus. Wir locken mit dieser Glocke den Sandwurm aus den Tiefen hervor, den ihr sodann umhaut. Und voilà, schon habt ihr eure Brücke. Ja klar, wenn es weiter nichts ist. Nicht gerade die subtilste Methode, was? Ja, ziemlich ungestüm. Fast so ungestüm wie Sie, Gellof. Passt also doch ganz gut zu Ihnen. Das stimmt. Gut, dann locken wir ihn jetzt den Sandwurm, locken wir jetzt den Sandwurm herbei. Seid ihr bereit? Na klar sind wir das. Sandwurm, erscheine. Ach ja, noch was. Ihr wirkt besser keine Magie auf den Sandwurm. Ihr würdet es bereuen. Viel Glück. Los geht's. Oh mein Gott, drei Löcher und der Sandwurm. Ja, wir müssen ihn am besten bewusst angreifen. Also immer nur den Sandwurm angreifen und nicht eins der Löcher. Denn wenn man eins der Löcher angreift, wird er kontern. Und, also das, wenn man das Loch angreift, ne, eins der Löcher, kontert das Loch mit Gravitas und man macht keinen Schaden. Gravitas macht prozentualen Schaden auf unsere Charaktere, also relativ hoch. Im Endeffekt ist nur wichtig, dass wir unsere Lebenspunkte oben halten. Und den Sandwurm physisch angreifen. Ganz easy peasy, kein großes Hexenwerk, ist zu schaffen. So, ihr seht, er verschwindet immer wieder zwischendurch. Treibsand aktiviert, ja, das macht Schaden auf alle Charaktere. Ich kann leider nicht in den Autokommentiermodus gehen, so gerne ich das tun würde. Aber ihr seht, warum. Er wechselt ständig. So. Schwarze Magie. Es hieß, wir sollen keine Magie auf ihn wirken. Ich mach's trotzdem mal. Eis rein sein Gesicht. Gucken wir mal, was passiert. So, 249 Schaden. Ihr habt gesehen, es ist genau gar nichts passiert. Damit ist eher gemeint, dass falls man versehentlich einzelne Löcher trifft, dann hat man ein Problem. Treibsel aktiviert er nämlich sowieso. Schneller geht's mit.
So. Ne? Wer kennt ihn? Okay, er steht wieder vorne. Das heißt, wir können wieder wunderbar physisch angreifen. Aus dem aktivierten Eisra in sein Gesicht. Und wir können ja mal kurz beschwören. Einfach für die Leute, die es gerne sehen. Shiva auf... Ne, komm, machen wir nicht. Entschuldigung. Vitra auf alle. Wir müssen unsere Lebenspunkte oben halten. Das ist der einzige Hintergrund. Shiva würde auch nicht mehr Schaden machen als 300 noch was auf den Gegner. Ungefähr so wie Eisra. So, wir greifen nochmal an. Wir haben leider nur die Möglichkeit, physisch anzugreifen hier an der Stelle, macht aber trotzdem genug Schaden. Und das war's auch schon für ihn. Fünf Jobpunkte für alle! Yes! Spiel, Satz und Sieg! Jetzt könnt ihr die Wüste betreten! Juhu! War das nicht ein toller Plan? Sid, mit! Kümmert euch bitte um den schwarzen Schokobo, solange wir weg sind, ja? Viel Glück! Passt auf euch auf! So, vielen lieben Dank, wir gehen noch mal kurz raus. Ganz einfach deswegen, weil ich Zelt benutzen will. Wir haben ja genug davon. Zelte heilen ja unsere Lebenspunkte, unser Mana. Ich möchte gerne mit vollem Mana durch die Wüste gehen. Sie ist zwar nicht besonders groß. Und wir hätten es wahrscheinlich auch so geschafft. Aber komm, so viel Zeit frisst es ja jetzt auch nicht. Letztendlich geht es darum, wir müssen nach Süden kommen in der Wüste. Und dementsprechend den Pfeilen folgen. Ob man links rum geht oder rechts rum, ist völlig egal. Ich nehme den rechten Weg, denn der rechte Weg ist der kürzere. Man wird aber früher oder später am Ziel ankommen. Also es ist völlig, völlig schnuppe, was für einen Weg man geht. So, hier lang, hier lang. Man wird übrigens, ne, wie ihr gerade gesehen habt, trotzdem angegriffen, wenn man da drauf steht. Den greifen wir physisch an. Und nochmal, Schwarzmagie, Eisra. Auf den anderen, Weißmagie. Und die Sache sieht auch alle. Müssen wir zwar nicht tun an der Stelle. Aber ich möchte das gerne im Autokommentiermodus haben, so. Dann kann ich nämlich viel besser quatschen. Sehr schön pariert, Gerluf, mit dem Dolch. Die normalen Gegner hier sind wirklich kein großes Problem für uns. Oh, ein Levelaufstieg für die meisten. Nicht für alle, aber Barts kommt da sicher noch. So, wo war das jetzt? Ach so, hier kann man lang, genau. Da muss ich mir erst ein bisschen gucken. So, wo man langlaufen kann. Hier geht's runter. Hier hoch. Hier geht's auch wieder runter. Ne, wir sind schon auf dem richtigen Weg. Man kann sich, wie gesagt, nicht wirklich verlaufen. Im schlimmsten Fall läuft man halt in irgendeine Ecke, aber man kann nicht stecken bleiben. Also, im schlimmsten Fall verschwendet man einfach nur ein bisschen mehr Zeit, als vielleicht nötig gewesen wäre. Wüstenkiller, die auch nicht so brutal sind. So, dafür haben wir einen Levelaufstieg für Barts und außerdem haben wir die nächste Berufsstufe, Zeitmagie Stufe 3. Superklasse. Oh Mist, das war ein Kreislauf. Hier wollte ich hin. So, und hier ist schon der Ausgang. Klasse, ne? In der Wüste, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, ist auch tatsächlich noch eine Pyramide. Wo war das gerade hier so? Die kann man noch nicht sehen. Also in der Mitte der Wüste ist eine Pyramide, die werde ich euch noch zeigen. Da können wir aber noch nicht rein. Das ist für ein späteres Level. Man kann zwar schon... Oh. Man kann zwar schon dahin... Aber man kommt da leider noch nicht rein. So, also was wir zuerst machen, ist hier mal Reihe wechseln. Oder das müssen wir mit allen Charakteren machen. So, gut. Und dann machen wir mal hier Weißmagie. Nein, ich kontern. Die drauf alle. Achso, gut, Konter zählt nicht. Und dann benutzen wir Schwarzmagie, Eisra auf dem ersten. Ich weiß gar nicht, ob Klingenmagie gilt, aber ich will es gar nicht erst versuchen. Ich werde einfach Gerlef und Lenna das Ganze hier überlassen. So, machen wir hier Beschwören. Komm, wir rufen mal Shiva, einfach weil sie cool ist. Diamantenstaub! Sehr schön, einer ist tot. Oh mein Gott, sie hat tatsächlich gekontert. Also da habt ihr es mal gesehen, wie viel Schaden das anrichtet zum Konter von ihm. 200 Schaden und wenn ihr jetzt das Ganze zweimal macht, vielleicht aktiviert das auch einfach nur so zwischendurch, ich weiß es nicht mehr genau, aber soweit ich weiß, kontert er physische Angriffe damit und es ist halt absolut verheerend.
Damit sollte man nicht rumscherzen, es kann ihn auslöschen und wir wollen nicht flüchten. Ich habe ja mal gesagt, ich werde im Prinzip komplett nicht flüchten, also das komplette Spiel aber nicht flüchten. Und es hat einen Grund. Was der Grund ist, werde ich euch noch zeigen. Hier ist Gon, die Ruinenstadt. Und hier soll ja der König von Tycoon zuletzt gesehen worden sein. Das muss die Ruinenstadt sein, von der Sid gesprochen hat. Schauen wir uns hier mal ein wenig um, ob wir König Tycoon hier finden können. Hier kann man nicht rein. Es gibt ja auch nichts Großartiges zu finden. Also ich wüsste nicht, dass es hier irgendwelche Geheimnisse zu finden gibt in irgendeiner Weise. Falls doch, wisst ihr es ja, schreibt es in die Kommentare. Schreibt übrigens auch in die Kommentare, was ihr von Final Fantasy 7 haltet. Nur mal so nebenbei. Denn wenn Final Fantasy 6 für Steam released wird, gibt es definitiv ein Let's Play von mir zu dem Spiel. Das kann ich euch schon mal versichern. Bei Final Fantasy 7 und 8 bin ich mir noch nicht 100% sicher. War das eben König Tycoon? Ich glaube, das war er. Wir müssen ihn suchen. Also ihn suchen. Klingt, als wollte er uns, sieht aus, als wollte er uns irgendwo hinführen. Hoffentlich nicht entführen oder verführen. Ja, da unten war er. Gut, jetzt bleibt nur noch ein Weg, wo wir suchen können. Und zwar hier oben. Haben wir dich! Da hinten gibt's kein Entkommen! Vater! Papa! Ferris! Punkt, Punkt, Punkt. Ich wusste es! Du bist meine Schwester! Tut mir leid. Ich war mir zunächst nicht sicher. Und dann wusste ich nicht, wie ich es dir sagen soll. Schwester! Lena! Endlich hat sie sich eingestanden. Wo sind wir? Ein seltsamer Ort. Sag mal, wo ist eigentlich der alte Mann abgeblieben? Was? Was? Er ist nicht hier? Wir müssen bei dem Sturz getrennt worden sein. Ihm geht's bestimmt gut. Der alte Hauling kann schon auf sich aufpassen. Aber der Kerl hört damit zu. Wir laufen ihm später bestimmt über den Weg. Kommt, wir müssen weiter. Wie wenig Sorgen sich Bart aber auch macht. Nicht so schnell, Freundchen! So schnell wird man hier also absolviert! Huch! Entschuldigung! Ja, so eine kleine lustige Szene nebenbei. Couldn't tell. Wer hätte das gedacht, ne? So auf die Art. Steht da unten als Achievement. Finde ich super klasse. Also, wir sind ja in einem sehr unbekannten Maschinenort. Man kann hier auch nichts machen. Es gibt hier nichts zu drücken oder zu bewegen. Darum gehen wir einfach mal die Tür rein und sehen hier. Es sieht schon sehr krass aus. Sehr Steampunk-mäßig. Was ist das? Vorsicht! Zur selben Zeit andernorts. Schwarzer Chocobo-Wald. Die beiden sollten auf den schwarzen Chocobo aufpassen. Osten, Westen, daheim ist's am besten, was? Gilt wohl auch für Chocobos. Bartz wird begeistert sein. Wir haben seiner Bitte wirklich perfekt entsprochen, wie ich finde. Puh, das war knapp. Das muss eine Transportvorrichtung gewesen sein. Nach so langer Zeit aktiviert zu werden, muss ein Kurzschluss oder sowas.
in dem Ding ausgelöst haben. Sieht so aus. Und es sah auch so aus, als wären wir Richtung Crescent teleportiert worden. Öffne mal die Tür. Genau, da oben geht's weiter. Entschuldigung, habe ich gar nicht total verpeilt. Wir sind ja von unten hergekommen. Da ist ja uns alles in die Ohren geflogen. So, bevor wir oben reingehen, ne, da kann man die Tür öffnen. Ein Schalter betätigen. Klar. Oh, ein kleines Erdbeben mit einem winzig kleinen Unglück. Und da ist tatsächlich ein Loch entstanden und dann ist die Tür aufgegangen. Die beiden sind reingefallen. Vermutlich sind die jetzt auch hier unten bei uns. Wir werden uns aber erst einmal ein wenig ausruhen. Ja, das hier scheint eine Art sicherer Ort zu sein. Und vor allem voller Mysterien. Denn, wie ihr sehen könnt, ist hier eine Wand und da sind drei Kisten. Wir wollen in die Kisten ran und darum betätigen wir doch einfach mal den Schalter. Ist doch logisch. Hier ist ein Schalter. Den Schalter betätigen. Klaro. Oh, da rührt sich nichts. Hm? Da ist etwas in die Wand gekritzt. Geritzt. Untersucht die Pflanzengefäße in dem Raum in der Mitte. Genau das werden wir auch tun. Ein kleines Rätsel für uns. Dann versuchen wir doch mal die Pflanzengefäße ein wenig ausruhen. Nein, danke. Hier, da haben wir doch was. Hier steht eine Nachricht. Notizblock in dem Raum rechts. Interessant. Dann gehen wir doch mal in den Raum rechts und gucken uns da mal den Notizblock an. Das sind in der Tat Notizblöcke. Und hier ist der. Den lesen wir jetzt mal durch. Reingefallen. Ne. Ah, dieser freche Kleine. Beruhige dich, Bartz. Jupp. Bevor du dich noch grün und blau ärgerst, sieh dir das an. Noch eine Nachricht. Untersuch die Urne! Die Urne untersuchen also. So. Da sind wir vorhin dran vorbeigelaufen. Wenn man vorher diese Urne untersucht, ist hier nichts zu finden. Wenn man jetzt die Urne untersucht, nachdem man erst alle Dinger hintereinander aktiviert hat. Quack. Ist da ein Frosch drin? Und was macht der? Der legt uns hier ein Buch hin. Und was steht in dem Buch? Geht 6 nach unten und 4 nach rechts. Und zieht dann an dem, was dort ist. Oh, das klingt so widerlich. Aber ich hoffe mal, es ist irgendwas, was nicht so widerlich ist. 6 nach unten und 4 nach rechts bedeutet eigentlich zu dem Schalter da unten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann, also wir sind jetzt hier auf dem Feld, ne? 1, 2, 3, 4. Also sind wir wieder hier. Betätigen den Schalter. An den Hebel ziehen. Klaro. Und jetzt öffnet sich das Ding. Also wir wohnen einfach nur aus völliger Schikane einmal rumgeschickt, um das Ding zu öffnen. Schuriken und Wicht erlernt. Yes, wir haben den Zauberspruch Wicht gelernt. Darum haben wir das Ganze hier gemacht. Ich meine, es hat etwas Zeit gekostet. Es war ein lustiges Rätsel. Man hätte allerdings das Ding einfach so öffnen können. Also man hätte es so machen können, dass man es einfach so öffnen kann. Aber gut, hätte, wäre, wenn, aber und so weiter. Wisst ihr schon, was steht hier noch drin? Reingefallen? Ne. Okay, das steht jetzt die ganze Zeit hier, aber gut, wir haben ja schon alles geöffnet, ich wusste das nicht. Ich wollte es nur mal schnell testen. Versucht die Urne, haben wir schon getan. So, wir können jetzt ruhigen Gewissens hier rausgehen, wir sind komplett geheilt und gucken mal, ob wir vielleicht Sid oder mitfinden können, beziehungsweise schauen mal, was es hier noch zu finden gibt in diesem Dungeon. Hier haben wir einen Speicherpunkt, den wir auch gerne nutzen werden. Zack, zack. So, und dann gehen wir mal hier durch. Man wird hier, soweit ich weiß, noch nicht angegriffen, also ich wurde hier drin noch nie angegriffen. Ich denke mal nicht, dass das Zufall ist. Hey, das ist das feuergetriebene Schiff. Ich dachte, es sei gesunken. Und was ist das dort drüben für ein Schiff? Ja, also es gibt hier nichts weiter zu sehen. Es ist einfach nur das ganz normale feuergetriebene Schiff. Man kann hier auch reingehen, da läuft auch die normale Musik. Aber wo wir hinwollen, ist hier rüber, denn hier ist noch ein Schiff. Und mein Gott, was ist das? Propeller? An einem Schiff? Was soll das denn sein? Oder was soll das denn? Ah, da sind die beiden also. Sid, mit! Autsch! Was zum Bart, Lena, Ferris, Gallop! Was macht ihr denn hier? Das könnten wir genauso fragen. Wo kommt ihr auf einmal her?
Wir hatten gerade den schwarzen Chocobo zurück zur Insel Crescent gebracht, als sich plötzlich ein Loch unter uns aufgetan hat und wir in die Tiefe gefallen sind. Moment, heißt das, wir befinden uns hier unter der Insel Crescent? Das erklärt, warum das feuergetriebene Schiff hier ist. Dieser Ort muss von den Vorvätern erbaut worden sein. Aha, und dieses Propellerschiff? Da solltest du vielleicht meinen Opa fragen. Warte, wo ist er denn hin? Riesenfragezeichen, also... wir können aber versuchen, ob wir irgendwas starten können hier. Können wir nicht? Gut, dann laufen wir einfach mal dem Opa hinterher. Und nochmal dem Opa hinterher. Und da sind sie! Hey, du da! Heiliger Schraubstock! Das ist überwältigend! Hey, Sid! Stör mich nicht, Junge! Hier ein wenig anziehen, hier etwas lockern, rechts, dann links. Voila! Das sollte reichen! Reichen? Reicht wofür? Das sollte reichen, dieses Schiff wieder fahrtüchtig zu machen! Wow! Ist das nicht genial? Es ist ein Luftschiff! Wow, beeindruckend! Das sehe ich genauso! Hey, Sid! Was ist das für ein Ding, Sid? Sieht man das nicht? Es ist ein Luftschiff! Beeindruckend! Ich habe davon bisher nur in den alten Schriften gelesen! Ich kann es kaum glauben, dass ich tatsächlich einem fliegen werde! Huch, was war das? Etwas zieht uns nach unten! Verflixt! Irgend so ein Monster hat sich am hat uns am Schlafittchen. Da musste ich kurz überlegen, was damit gemeint ist. So, wir aktivieren Klingelmagie, Eisra, auf uns selbst. Wenn wir schon sowas haben, dann nutzen wir es auch. Wir greifen an, aktivieren Zeitmagie. Also er ist gegen physische Angriffe ziemlich immun, wie ihr gerade gesehen habt. Wir aktivieren aber gerne Gemach auf ihn. Außerdem machen wir Vitra auf uns alle. Der Gegner ist gemachisiert. Also schön lahmarschig, so wie wir ihn haben. Dann greifen wir ihn mal an. Mit Eisra-Hieb. 350 Schaden ist nicht wirklich viel. Aber gut, was soll's. Dafür, dass er relativ immun ist gegen physische Angriffe. Außerdem machen wir noch schwarze Magie Eisra auf ihn. Ich weiß nicht, ob Eisra seine Schwäche ist. Wir können ihn aus Spaß Ifri zaubern. Höllenfeuer! So, Feuer scheint schon mal nicht seine Schwäche zu sein. Wir greifen weiterhin mit unserem Eisra-Hieb an. Dadurch, dass es so langsam ist, können wir uns das leisten, ruhig mal mit unserem Heiler anzugreifen. So, wir beschwören nochmal, und zwar diesmal Shiva. Oh, das war's auch schon. Also, er ist wie ein Boss erschienen, aber nicht wie ein Boss verschwunden. Nächste Berufsstufe, Konter angenommen. Das ist unheimlich praktisch. Frostbogen erhalten. Ha! Diesen zu groß geratenen Hummer haben wir es gegeben! Und nicht zu knapp! Da fällt mir ein, ich habe ja die anderen Berufe doch gar nicht vorgestellt. Die werde ich mal nachher kurz zeigen. Der Schaden am Schiff scheint nur minimal zu sein. Mit Teilen vom feuergetriebenen Schiff ist das Luftschiff schnell wieder so gut wie neu. Sid! Schon in Ordnung. Du musst mir nicht danken. Wir bleiben hier und versuchen etwas über den Erdkristall herauszufinden. Schwingt euch in die Lüfte, Kinder. Na los, sabt mit euch. Der Meister der Dunkelheit, Ixdeath. Wir müssen verhindern, dass er wiederkommt. Den Erdkristall zu beschützen, ist unsere einzige und letzte Chance. Also, worauf warten wir noch? Ab in die Lüfte! The skies are yours. Der Himmel gehört euch.
oder der Himmel gehört dir, wie auch immer. Ja, wir haben unser wundervolles Luftschiff. Ist das nicht klasse? Ich find's super toll, dass wir das Luftschiff haben. Es kann quasi überall landen, es kann auch überall drüber fliegen. Wir haben jetzt die volle Freiheit der Weltkarte für uns. Also wir können überall hin und es gibt ein paar Orte, wo ich hin will, aber nicht in dieser Episode. Die liegen lang genug. Wir haben uns alle eine kleine Pause verdient. Ich werde mal kurz die Berufe zeigen, die wir bekommen haben. Oh, da hat es kurz gehangen hier. Wir haben den Jäger bekommen, der ist in der Lage, mit Tieren zu kommunizieren, ihre Hilfe in Anspruch zu nehmen, also Tiere zu befehligen, was ziemlich praktisch ist. Außerdem ist er in der Lage, einen Bogen zu benutzen. Wir wechseln noch nicht den Beruf. Und er lernt einen sehr, sehr interessanten und wichtigen Skill, den wir später benutzen werden. Das heißt, Bartz wird später ein Jäger werden, das kann ich schon mal sagen. Er wird Ninja, er wird Jäger, er wird Paladin und noch was. Außerdem haben wir einen Bade gelernt. Baden sind richtig cool. Denn Baden, wie findet man das hier? Ich muss gerade Magiefähigkeiten. Singen. Hier haben wir Singen. Wir haben das Kraftchoral erlernt. Und das war das einzige Lied, das wir momentan haben. Wirkt Regen auf alle Gefährten. Da kommen wir aber noch drauf. Also Baden absolut toll. Aber was wir jetzt momentan machen, ist, wir speichern erstmal zwischen. Und zwar hierhin. Nicht im Hangar, sondern direkt hier unten hin, auf die Weltkarte. Und in der nächsten Episode werden wir uns auf jeden Fall ein bisschen mit dem Luftschiff auf der Welt umsehen. Das heißt, wir besuchen die Orte, wo wir noch nicht waren. Wie zum Beispiel Istory. Was verbirgt sich hinter Istory? Außerdem Lix. Was sich hinter Lix verbirgt, werden wir auch noch rausfinden. Und hoffentlich werden wir es schaffen, den Erdkristall noch rechtzeitig zu retten. Während sich Sid und Mid etwas einfallen lassen können, wie wir dieses Schiff hier ordentlich reparieren können. Denn es ist angeschlagen. Es hat nicht seine volle Stärke, das kann ich schon mal sagen. Ich glaube, ich habe schon mal gespeichert, aber egal. Ich habe nochmal gespeichert. Nur zur Sicherheit, wisst ihr schon. Ich danke auf jeden Fall herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wir sind viel rumgereist. Es war diesmal nicht nur eine Quest, es waren mehrere. Letztendlich hat alles dazu geführt, dass wir dieses Schiff bekommen haben. Und wir brauchen es, um weiterzukommen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge gefallen hat. Wenn nicht, schreibt mir konstruktive Kritik. Schreibt mir ruhig rein, was ihr von einem Final Fantasy 7, Final Fantasy 8 Let's Play halten würdet. Würde mich mal interessieren, denn Final Fantasy 6 kommt definitiv. Außerdem, ja, hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Episode wieder mit dabei, denn dann geht es weiter und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß bei allem, was ihr macht und hoffentlich bis zur nächsten Episode. Tschüss!